Willkommen bei Algebraba. In diesem Video geht es um die Leibniz-Formel zur Determinantenberechnung. Und ja, diese ist für viele Leute ja ein bisschen schwer zu greifen, weil sie ist auch auf den ersten Blick ja nicht ganz so transparent. Man fragt sich, was soll das überhaupt bedeuten? Und die Leibniz-Formel sagt eben, die Determinante von A ist die Summe aller Permutationen. Und dann summiert man eben auf jeweils also das Vorzeichen der Permutation multipliziert mit a Sigma von 1, 1, das heißt eben dem entsprechenden permutierten Eintrag. Und das Ganze jeweils mit a Sigma von 2, 2, dann so weiter bis eben a Sigma von n, n. Und das klingt für viele Leute so ein bisschen, das kann ich nicht greifen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle also ein Beispiel machen nur, weil großartig was zu sagen gibt es hier nicht. Man muss einfach nur verstehen, was hier steht, und dann weiß man auch, wie man das anwendet. Und was Besseres als ein Beispiel gibt es da meiner Meinung nach nicht. Und wir nehmen jetzt einfach mal a ist gleich 1, 3, 4. 2, 1, 7, 6, 7, 8. Und wollen hiervon jetzt die Determinante berechnen. Wir wissen, wir haben hier, jetzt muss man, also zuallererst muss man sich überlegen, macht man Permutation nach Zeilen oder Spalten? Im Grunde genommen ist das nicht weiter wichtig. Man muss es nur konsistent machen. Das heißt, wenn man sagt, ich mache jetzt nach Zeilen, dann macht man immer nach Zeilen. Macht man nach Spalten, macht man immer nach Spalten. Wir werden das jetzt einfach mal nach Zeilen machen. Also, wir haben als erstes die ganz normale Identität. Und diese hat eben das Aussehen, das wir da schon sehen. 1, 3, 4, 2, 1, 7, 6, 7, 8. So. Das ist quasi unsere allererste Permutation, bei der eigentlich nichts passiert ist. Dann, ich schreibe mal noch hier Sigma 1, nenne ich das jetzt. Dann Sigma 2. Wir tauschen jetzt einfach mal die ersten beiden Zeilen. Also 2, 1, 7, 1, 3, 4, 6, 7, 8. So, jetzt tauschen wir ausgehend von der Identität mal die letzten beiden Zeilen. Und das ist dann unser Sigma 3 ist gleich 1, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 1, 7. So, jetzt könnten wir noch die erste und die letzte Zeile tauschen. Das ist jetzt einfach mal unser Sigma 4 ist gleich 6, 7, 8, 2, 1, 7 und dann 1, 3, 4. Jetzt haben wir schon drei weitere Permutationen erledigt, wobei wir immer nur eine Vertauschung gemacht haben. Jetzt kommen die, wo wir zwei Vertauschungen machen müssen. Und zwar, wir vertauschen erstmal die ersten beiden. Und dann vertauschen wir, obwohl wir können auch einfach machen, wir vertauschen alle 1 nach unten. Das heißt, wir haben im Grunde genommen Sigma 5 ist gleich 6, 7, 8, 1, 3, 4, 2, 1, 7. Das hatten wir noch nicht. Nee, hatten wir noch nicht. Gut. Und jetzt vertauschen wir einfach mal alle 1 nach oben. Das heißt, wir haben dann Sigma 6 ist gleich 2, 1, 7, 6, 7, 8, 1, 3, 4. Gut, jetzt haben wir alles geschafft, was an Permutationen möglich war, weil wir haben ja drei Zeilen und wir wissen, die Fakultät von 3 ist 6, also haben wir jetzt bereits alle Vertauschungsmöglichkeiten erreicht. Nun müssen wir uns überlegen, was machen wir damit? Und wenn wir uns mal hier die Leibniz-Formel angucken, steht ja im Grunde genommen, wenn wir jetzt das Sigma einfach mal weglassen, das steht immer A11 mal A22 mal A33 und so weiter mal ANN. Und dann steht da immer so ein Sigma bei jeweils, also entweder je nachdem, ob man es bei Zeile oder Spalte macht, steht das halt der erste Indiz in dem Sigma und ansonsten der zweite.
Und es bedeutet im Grunde genommen nur, man betrachtet alle diese Permutationen und multipliziert bei jeder einfach nur die Hauptdiagonale. Und jetzt muss man nur noch darauf achten, ob man das Ganze addiert oder subtrahiert. Und dabei kann man sich merken, wir schreiben das einfach mal auf, ist die Anzahl der Transpositionen gerade wird ja ein und oh, das ist nicht so schön geworden wird ein positives Vorzeichen gewählt. Ansonsten negativ. Also das heißt, wenn wir hier eine Transposition sind im Grunde genommen nicht einfach irgendwie vertauscht, sodass wir alle Möglichkeiten erreichen, sondern eine Transposition heißt, wir verschieben einmal. Das heißt, es gibt ausgehend von der Identität nur einen Unterschied. Also sagen wir, zwei Zeilen miteinander vertauscht. Das müssen dann benachbarte Zeilen sein. Das heißt, wenn man jetzt die oberste mit der untersten in der n-Kreuz-n-Matrix vertauschen würde, müsste man da n-Vertauschung machen, beziehungsweise n-1, um die oberste ganz nach unten zu bringen. Und das ist dann nicht nur eine gewesen, weil das man betrachtet hier nicht, wo haben wir den Fall? Wir haben ja hier die oberste und die unterste vertauscht. Das heißt nicht, das ist eine Transposition, sondern um das zu erreichen, mussten wir genau genommen erstmal die oberste mit der zweiten vertauschen und dann nochmal die unterste tauschen. Also es wird etwas komplizierter. Wir können festhalten, wir haben bei der Identität haben wir 0 gebraucht. Hier haben wir gar keine Transposition. Schreiben wir einfach mal immer klein drüber. Wir haben hier eine 0, also gerades, also positives Vorzeichen. Hier haben wir vertauscht die erste und die zweite, also eine Transposition. Hier haben wir vertauscht die zweite und die dritte, also eine Transposition. So, hier haben wir dann vertauscht. Da muss man erstmal überlegen, was haben wir denn da vertauscht? Also, wir haben erstmal 1, 3, 4, was ursprünglich ganz oben war, mit 2, 1, 7 vertauscht. Dann stand 1, 3, 4 in der Mitte und 2, 1, 7 oben. Dann haben wir nochmal mit der unteren getauscht. Das heißt, 1, 3, 4 steht unten und in der Mitte steht halt 6, 7, 8 und oben noch 2, 1, 7. Und dann hat es noch eine Transposition gebraucht, um dann eben die 6, 7, 8 noch nach oben zu bewegen. Das heißt, hier waren drei Transpositionen nötig. Bei dieser Aufgabe hier, also was heißt diese Aufgabe bei dieser Permutation, haben wir 6, 7, 8 mit 2, 1, 7 getauscht. Dann war 2, 1, 7 unten und 6, 7, 8 in der Mitte. Und wir haben noch eine Transposition gebraucht, um dann noch diese beiden zu vertauschen. Das heißt, hier hatten wir 2. Und bei der letzten, da haben wir eine Transposition gebraucht, um die 2, 1, 7 nach oben zu kriegen. Und dann noch eine, damit die 1, 3, 4 ganz runter wandert. Das heißt, hier waren auch 2. So, und jetzt können wir schon die Leibniz-Formel im Grunde genommen vollkommen anwenden. Das heißt, die Determinante von A ist gleich. Wir gucken, Vorzeichen ist positiv, weil das gerade ist. Das heißt, wir haben 1 mal 1 mal 8, das heißt 8. Minus, Vorzeichen ist minus, weil das hier ungerade ist. Das ist 2 mal 3 ist 6 mal 8 ist 48. Minus 48, minus 49, minus 24, plus, hier haben wir 7 mal 6 mit 42, das heißt mal 3 ist 126 plus 126 und dann noch plus, hier haben wir 8 mal 7, 56 plus 56. So, jetzt müssen wir das Ganze noch zusammenrechnen. Also 8 minus 48 ist minus 40. Minus 49 ist minus 89. Minus 24 ist minus 113.
plus 126 ist dann plus 13, plus 56 haben wir hier 69 als Determinante raus. Und also ich will jetzt nicht behaupten, dass das hier viel einfacher war, als das Ganze nach der Zeilen- und Spaltenform zu entwickeln, aber wenn man das hier, also irgendwann so fit ist in der Leibniz-Formel, dass man sich nicht erst das hier alles aufschreiben muss, sondern einfach nur schnell seine Bahn zieht quasi, also hier das Ganze schnell eben runter multipliziert, dann kann das natürlich deutlich einfacher werden. Gut, das war's dann soweit von mir. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschö.